Hallo und herzlich willkommen bei meinem neuen Video. Heute gibt es wieder mal einen Leseeindruck von mir. Und zwar geht es heute um das Buch Hautnah von Julia Crouch. Erscheint im Ullstein Verlag, ist ein Thriller und wird am 5.10. in den Handel kommen, kostet dann 9,99 € und hat 592 Seiten. Was ich so gelesen hatte über den Inhalt, das hat mich eigentlich doch sehr interessiert. Und das Buch geht auch richtig gut los. Also es wird eine Leiche gefunden und die wird in die Gerichtsmedizin gebracht. Und wie das Ganze geschrieben wird, ist richtig, richtig genial. Also es hat einen scheinbar richtig guten Anfang, dieses Buch. Und der regt wirklich zum Weiterlesen an. Aber was dann auf den nächsten so 36 Seiten passiert, hat mich wirklich nicht vom Hocker gerissen. Es ist sehr zäh, es zieht sich so hin, es passiert nicht wirklich was, es ist auch nicht irgendwie spannend geschrieben oder so, also das hat mich definitiv gar nicht zum Weiterlesen angeregt. Im Grunde geht es um Lara, Markus und ihre drei Kinder. Die machen einen Familienurlaub in den USA für 6 Wochen im Sommer. Und Lara hofft einfach, dass sie in diesem Urlaub die Familienprobleme so ein bisschen kitten kann, also sowohl ihre Probleme in der Ehe mit Markus, als auch die Probleme, die irgendwie die Kinder so ein bisschen mit Markus haben. Aber man merkt schon, dass sie irgendwie sehr rosafarbene Vorstellungen hat und dass das alles so definitiv nicht passieren wird. Und dann hat sie auch noch während dieser Fahrt zu ihrem Urlaubsort eine Fehlgeburt. Sie nimmt das sehr, sehr mit, aber Markus lässt das kalt. Und irgendwie wird auch angedeutet, dass sie irgendwas getan hat, was diese Fehlgeburt begünstigt hat, wenn nicht sogar ausgelöst hat, ich weiß nicht genau. Das bleibt offen. Das ist so der einzige Punkt, wo es mich ärgert, dass ich wahrscheinlich das Buch einfach nicht lesen werde, dass ich nicht weiß, was das jetzt auf sich hat. Das war wirklich der einzige Punkt, der mich so ein bisschen gereizt hat, weiterzulesen, was da nun passiert ist. Ansonsten ist der Rest der Geschichte, so wie er in den ersten wirklich fast 40 Seiten ist, sehr, sehr lahm, sehr zäh. Der Schreibstil hat mich dann auch nicht wirklich überzeugt und auch nicht die Geschichte so im Ganzen. Es passiert einfach nicht wirklich viel. Eigentlich hatte mich der Inhalt, was ich so gelesen hatte, wirklich gefreut. Es wäre eigentlich ein gutes Buch gewesen, aber ich war von den ersten paar Seiten jetzt einfach nicht so überzeugt, um dann doch weiterzulesen. Ich kann euch aber sagen, das Cover ist wunderschön. Das ist so ein bisschen herbstlich angehaucht, also passend jetzt zur Jahreszeit, obwohl das Buch an sich ja im Sommer spielt, ist also auch wieder ein bisschen nicht ganz so gelungen vielleicht. Aber klar, es kommt im Herbst raus und man liest es im Herbst, also von daher ist es schon sehr schön. Aber meins war es jetzt nicht. Vielleicht lest ihr ja das Buch, wenn es im Handel ist und vielleicht gefällt es euch ja oder vielleicht teilt ihr auch meine Meinung und sagt, nee, es war dann wirklich nicht so der Knaller. Dann könnt ihr mir das mal in den Kommentaren schreiben, das würde mich sehr interessieren. Und ansonsten hoffe ich, dass euch dieses kleine Video gefallen hat, euch es ein bisschen geholfen hat. Und dann sehen wir uns ganz bald wieder bei meinem nächsten Video. Bis dahin, tschüss!